Ich hatte mal im Urlaub eine Begegnung mit einer wunderschönen jungen Frau. Sie ging mit mir am Strand spazieren und ich erfuhr von ihr von einer anderen Welt und einer anderen Einstellung, die nicht nur sie hat. Sie erzählte, sie will weiterkommen im Leben, vielleicht später einmal einen reichen Mann heiraten. Durch ihr Modeln, da kommt sie so rum in der Welt. Und sie bekommt Einblicke in die Welt der Reichen. Sie will noch nicht für einen Mann da sein. Sie hat Einladungen von vielen Männern. Und irgendwann, da wird sie ein großes Haus haben. Und sie wird auch reisen können, wohin sie will. Sie will nicht versauern in einem Ort, in einem kleinen Ort oder in der Provinz. Sie braucht Aufregung und Partys. Ich konnte ihr nichts bieten. Das wurde mir klar gemacht von ihr. Ich erzählte ihr auch von meinen Vorhaben, erst eine Ausbildung zu machen, dann noch vielleicht zu studieren und ein kleines Haus zu kaufen oder zu bauen, zu einem kleinen Wohlstand zu kommen. Doch das beeindruckte sie nicht. Sie will nicht veröden in einem kleinen Haus mit einem biederen Ehemann und mit Kindern noch dazu. Ihre Einstellung vom Luxusleben kann ich verstehen, doch ich kann nicht wirklich damit etwas anfangen. Ich will auch Luxus, aber nicht um jeden Preis. Ich würde auch lieber in Luxus leben. Wer nicht, dachte ich so. Sie sagte, das Geld, es liegt da. Man braucht es nur abholen. Das verstehe ich nicht. Aber sie wird ihre Gründe gehabt haben, mir so etwas zu sagen. Mir sind später noch andere Frauen begegnet, die lieber ein Luxusleben vorziehen als ein Mann, der wie ich in ihnen wie ich ihnen das leider nicht geben kann.